not gonna waste my life dreaming of a day. I won't stand up and let you break my bones. I gotta learn to quit and fight with the ghosts. Hallo alle zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen Sehenswert-Video. Irgendwie häufen sie sich im Moment, aber es kommen so viele Buchverfilmungen raus, deswegen habe ich so viel Material und ich gehe auch in diese ganzen Filme, die jetzt noch kommen, weil ich freue mich voll, der Oktober wird richtig kinoreich. Und ja, fangen wir an, und zwar heute soll es um Wenn ich bleibe gehen, eine Buchverfilmung von diesem Buch. Wenn ihr die Buchvorstellung von mir davon sehen möchtet, werde ich sie euch in der Infobox verlinken. Wenn ihr das Buch noch nicht gelesen habt und auch den Film noch nicht gesehen habt und eines davon noch tun möchtet, dann solltet ihr das Video vielleicht besser nicht gucken, weil ich kann nicht gewährleisten, dass ich nicht vielleicht spoiler. Wenn ihr das Buch kennt, dann ist das jetzt hier kein Spoiler, weil ne, Buchverfilmung. So, und zwar zum Film. Ich war da gestern Abend drin und ich musste das jetzt auch erstmal so eine Nacht sacken lassen, wie ich denn so darüber denke. Ich finde, als Film generell ist er eigentlich gut gelungen. Ich finde die Schauspieler sehr, sehr gut getroffen. Die deutsche Synchro hat mir nicht gefallen, besonders von der Mutter her. Die klang eigentlich die ganze Zeit, als wäre sie total high. Ich weiß auch nicht, also ob das auf Englisch einfach, ob die da auch so redet und dass sie deswegen so eine Synchronsprecherin da rausgesucht haben. Aber das fand ich ganz, ganz schlimm. Das hat mir überhaupt nicht gefallen, also diese Synchro von der Mutter. Aber die hat jetzt auch nicht so viel geredet, dass es irgendwie komisch war. Das Buch generell zu verfilmen ist meiner Meinung nach schon eine Aufgabe, weil wir ja hier die zwei Handlungsstränge haben. Einmal Mia in der Gegenwart und wie sie halt im Prinzip im Krankenhaus liegt und um ihr Leben kämpft und halt diese ganzen Rückblenden immer. Fand ich schon also eine schwierige Aufgabe, das irgendwie umzusetzen. Ich finde, das haben sie aber ganz gut gemacht. Allerdings ist mir hierbei auch aufgefallen, wie es mir halt auch schon im Buch aufgefallen ist, dass meiner Meinung nach diese Gegenwart, diese Zeit im Krankenhaus, dieses Kämpfen mit Bleiben oder Sterben, Gehen und so, also ob ich hier bleiben soll oder ob ich gehen soll, was mir halt so durchmacht, dass das meiner Meinung nach zu kurz gekommen ist. Das kam aber für mich auch schon im Buch zu kurz, also von daher ist es eine 1:1 Umsetzung. Ja, ansonsten, die Schauspieler fand ich gut. Ich fand, es war eigentlich ganz gut gelöst, dass halt viel aus dem Off so gesprochen wurde, also so ein Voice-Over von Mia selber. Wahrscheinlich hätte sonst einfach irgendwie was gefehlt. Also von daher fand ich den Film schon gut. Ich habe das ein oder andere Mal mit den Tränen gekämpft, allerdings habe ich es nicht rauslassen können. Also ich fand auch im Buch gab es eine Stelle, wo ich halt losgeheult habe, aber da halt dieser Unfall gleich am Anfang so passiert, hat man ja noch nicht so eine Beziehung zu den Menschen. Das war im Film irgendwie anders. Also im Film hat mich dieser Unfall alleine schon irgendwie mehr mitgenommen, weil es krasser war und man halt diese Verzweiflung einfach schon gespürt hat. Beziehungsweise war es im Buch ein bisschen krasser dargestellt. Also da hat Mia ja gleich gewusst, dass ihre Eltern tot sind. Und das war halt im Film ein bisschen anders. Was ich irgendwie grausamer fand, weil es irgendwie im Film, ja, also für sie schlimmer war, weil sie das mehrmals erfahren hat, dass Menschen gestorben sind. Und das war so, okay, ein bisschen mehr Drama. Aber ansonsten fand ich den Film eigentlich ganz gut umgesetzt. Wenn ich jetzt das Buch hinzuziehe, fand ich es nicht mehr so gut. Also ich meine, Buch und Film ist sowieso immer so eine Gattung und ganz schwierig, irgendwie das umzusetzen. Aber vor allem hat mir gefehlt, dass im Buch halt auch Rückblenden waren von der Familie, sehr viele, von Adam ganz klar, aber auch von Kim zum Beispiel, wie sie Kim kennengelernt hat und die beiden sich angefreundet haben. Und das war im Film komplett weg. Also das haben die gar nicht angesprochen. Und das fand ich so, so schade, weil Kim ein Charakter war, den ich wirklich gerne mochte. Und auch die ganze Art und Weise, wie Kim auf den Unfall reagiert hat und so. Und sie hat ja dann auch Adam eigentlich hinzugezogen zu... Also hat Adam ja ausfindig gemacht und das hat halt einfach im Film gefehlt. Und dann fand ich das sehr, sehr schade, weil Kim für mich ein Charakter war, den ich sehr gerne mochte, der völlig vernachlässigt wurde im Film. Und es wurde halt ein extrem großer Fokus auf die Liebesgeschichte zwischen Mia und Adam gelegt. Und das war auch teilweise so ein Auf und Ab, was auch im Buch nicht passiert. Also die beiden haben sich da so irgendwie mehr gezofft und dann mehr wieder versöhnt und dann ganz viele Knutsch-Szenen und das war für mich, also irgendwie erinnert mich das so ein bisschen an mein Sehenswert-Video zu Saphirblau. Es wurde hier wieder so ein bisschen in dieses
Teenie reingedrückt. Und das hat mich echt voll geärgert, weil das im Buch so nicht ausgeprägt war. Und es halt die Geschichte von dem, was sie eigentlich sagen soll, von dem, was eigentlich diese Stimmung vom Buch überbringt, halt abdriftet. Und das war für mich, das hat mich halt voll geärgert. Und ja, also wie gesagt, wenn man den Film alleine sieht, ist es in Ordnung, weil man kennt es ja auch nicht anders und man hat dann auch nichts vermisst. Aber wenn man halt weiß, wie das Buch abläuft und dann haben halt einige Stellen gefehlt oder einige waren halt einfach ein bisschen zu viel. Also dieser Fokus auf Adam Mia war schon halt ein bisschen krass. Zumal ja dann, also es halt einfach logisch nicht mehr gepasst hat am Ende, dass Adam ja auch an Mias Bett sitzt und sie darum bittet zu bleiben. Und sie ja sagt, ich kann nicht. Aber die ganzen Rückblenden, die man sieht, sind ja eigentlich einfach nur fixiert auf Adam und wie sehr sie Adam liebt und mit ihm zusammen sein möchte. Und dann argumentiert sie im Film, dass sie halt nicht bleiben kann, wenn er sie darum bittet. Und das macht halt irgendwie keinen Sinn. Weil sie ja eigentlich sagt, ich kann nicht bleiben, weil ich meine Familie zu sehr vermisse. Aber davon kriegen wir jetzt nicht so viel mit, weil die meisten Rückblenden halt mit Adam sind. Wisst ihr, was ich meine? Und das war was, was mich halt, das war halt unstimmig, meiner Meinung nach. Und das fand ich ein bisschen schade. Aber nichtsdestotrotz, es war ein guter Film. Es war kein sehr guter Film. Also wenn man, wie gesagt, wenn man halt die Buchverfilmung halt sieht, wenn man den Film an sich sieht, denke ich, ist es schon ein guter Film gewesen, der halt auch berührt und der auch irgendwie so, ja, einen so ein bisschen runterholt, weil es halt echt eine katastrophale Situation ist und wie man darin umgeht und was für schreckliche Schicksale es einfach gibt und welche, der Film soll einen ja dazu anregen oder beziehungsweise die ganze Thematik dazu anregen, wofür es sich zu leben lohnt. Und das bringt er schon rüber. Also das muss ich sagen, das bringt er schon rüber. Aber halt als Buchverfilmung, ja, ne? So, und mehr weiß ich auch gar nicht, was ich euch sagen soll. Also ich finde, der Film zerstört jetzt nicht das Buch, was ja auch ganz gerne mal passieren kann. Das ist nicht der Fall. Aber wenn ihr in den Film geht und ihr das Buch wirklich sehr, sehr gerne mochtet, dann stellt euch darauf ein, dass es halt echt ein bisschen anders verläuft, dass der Fokus ein bisschen woanders drauf liegt und dass halt auch Sachen fehlen, die möglicherweise euch vielleicht auch wichtig waren. Vielleicht war ich Kim als Charakter auch nicht wichtig und vielleicht war ich zu wenig Adam Mia drin im Buch. Dann wird euch der Film auf jeden Fall gefallen. Also, ja, ich bereue es nicht, ihn gesehen zu haben. Ich bin eigentlich auch froh, dass ich ihn gesehen habe, aber ich würde ihn mir jetzt nicht nochmal im Kino angucken und ob ich mir auf DVD hole, das weiß ich auch noch nicht so genau. Vielleicht einfach der Vollständigkeit halber, aber ich müsste ihn jetzt nicht unbedingt nochmal sehen. So, das ist meine Meinung dazu. Wenn ihr den Film gesehen habt, dann schreibt es mir gerne in die Kommentare, egal auch wenn ihr das Buch schon gelesen habt. Wie gesagt, Buchvorstellung findet ihr in der Infobox, falls ihr die noch nicht gesehen habt und noch sehen möchtet. Sagt mir einfach, was ihr davon haltet und damit bin ich eigentlich jetzt hier auch schon fertig. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag und tschüss, bis zum nächsten Mal.